Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder zwei Telefonate mitgebracht. Von zwei Betrügern, die wieder ultra nett waren und sehr zuvorkommend, wie man das halt ebenso von den Betrügern nun mal kennt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Anrufen. Ja. Dann guten Tag, spreche ich mit Herrn Voldemort, bitte. Ja. Wunderbar. Herr Voldemort, ich heiße Lisa Schatzky, bin Kontomanagerin und Vertreter Liquid Pro. Schauen Sie denn, dass Sie sich gestern bei uns angemeldet haben? Am Onlinehandel, stimmt? Herr Voldemort. Ja, das ist möglich. Wunderbar. Herr Voldemort, ich bin zuständig für die Bearbeitung des Kontos, dabei technisch zu helfen und darüber informieren, das schon erfolgreich zu erstellen. Die Adresse von Voldemort @gmail.com. Ist das die richtige Verbindung? Kann uns von Ihnen, bitte. Was? lut.voldemort@gmail.com. Ach so, Sie meinen die E-Mail-Adresse. Ob es stimmt, richtig, ob die richtige Verbindung haben wir. Ja, ich denke schon. Wunderbar. Weil wir nach der Aktivierung direkt vom Kunden ins schriftliche Bestätigung mit einem Link und Zugangsdaten unter der E-Mail-Adresse schicken, Herr Voldemort. Okay? Mittlerweile, was übrig geblieben im Profil schon, werde ich von hier aus einfügen. Daher frage Sie Ihr Geburtsdatum, Herr Voldemort, womit wir Ihr Alter bestätigen, und brauchen wir noch Postleitzahl der Stadt oder Bundesland, wo Sie sind. Den Experten nicht zu erhalten, ja, von der Abteilung. Könnten Sie bitte diktieren, die beiden, das Profil zu vervollständigen? Also Sie brauchen das Geburtsdatum. Bitte? Geburtsdatum. Ja. Ihr Geburtsdatum, bitte. Also soll ich Ihnen jetzt geben, ja? Und ich gebe das eben im Profil ein, ja, in Ihrem Profil. Und wenn Sie sich einloggen, das könnten Sie selbst überprüfen, Herr Voldemort, ja? Ja, also. Weil es richtig steht. Also soll ich Ihnen das jetzt sagen, das Geburtsdatum? Bitte? Also soll ich Ihnen jetzt sagen, das Geburtsdatum? Sie sagen das, ja? Ja, okay. Ist der 17.07.1992. Einen Moment. 7.17., ja, 1900, und was kommt danach? 92. Herr Voldemort, ich mache Folgendes, ja? Ja. Bestimmt nutzen Sie WhatsApp, ja? Ich verbinde Sie über WhatsApp. Nee, ich hab ja... Ich hab kein WhatsApp, ich hab Telegram hier, das werde ich Schwurbler alle benutzen. Nein, man labert sich für Geschäftstelegramm nicht. Herr Voldemort, noch einmal, bitte, ich höre Sie durch Aufmerksamkeit, ja? Ja. Letzte zwei Zahlen verstehe ich nicht. Welche Zahl brauchen Sie? Also 7.17.1900, und was kommt danach? Einzeln buchstabieren Sie bitte, sagen Sie. Wie jetzt? Soll ich die Zahlen buchstabieren? Zahlen sagen einfach. Letzte zwei Zahlen, was ich nicht verstehe. Ach so, die letzten beiden Zahlen sind 92. 92. Ja. Wunderbar. Okay. So, Sie sind volljährig. Passt schon. Haben Sie früher gehandelt? Kennen Sie das Thema schon, oder? Was habe ich gemacht? Haben Sie gehandelt online oder machen Sie das ganze Thema zum ersten Mal? Nö, online habe ich schon oft gehandelt, hier auf eBay und so. Aha. Verstehe. Aber direkt mit Vermögenswerten wie Kryptowährungen, Bitcoin, Ripple, Aktien aus Amazon, Tesla, Apple, sagen, mit verschiedenen Finanzprodukten haben Sie nicht gehandelt, ja? Nö, mit sowas nicht, das ist mir zu teuer gewesen. Okay, Postleitzahl diktieren Sie bitte auch. Also, Barbie, ich wohne die Postleitzahl oder Ihre? Nein, Ihre, also die Stadt besitzt doch Postleitzahl, ja, wo Sie sind. Diktieren Sie bitte das. Ach so, das meinen Sie. Ja, das ist denn die 12055. 59 am Ende. Nee, 55. 55, zweimal die 5. Ja. Einen Moment, ich bin dabei.
Was ist Ihre Motivation, bei uns zu handeln, bitte? Mal Kohle machen. Geld zu verdienen, reicht das erstmal. Bestimmt jetzt von Neugierde ist auch dabei, ja? Bitte. Nö, ich will die Kohle machen. Aha, okay, verständlich. Also die Postleitzahl ist auch falsch. 12, letzte zwei Zahlen, sagen Sie bitte. Noch 12, 0, 55. 0? Noch 12, 0, 55. Also einzeln sagen Sie das bitte auch, okay? Wie einzeln? Einzahls, eine Zahl sagen Sie bitte, ja? Na, dann die 1. Die 1, die 2, weiter? Ja, sind die 0. 0, okay. Und gehen die 5 hin. Wie bitte? 5 hin. 5, 5 am Ende. So. Okay, einen Moment. Richtig? Berlin, okay, das kommt aus Neukölln, Berlin, ja? Ja. Wunderbar. Okay. Also, fast fertig bin ich mit einem Schritt. Warum höre ich meine Stimme? Hör, Herr Faltermund, haben Sie Lautsprecher gestellt? Ja, natürlich habe ich Lautsprecher. Warum? Weil ich Sie sonst nicht richtig höre. Ich habe das immer auf Lautsprecher, weil ich Sie sonst nicht richtig höre. Ach so, verstehe. Sind Sie 30 Jahre alt, Herr Voldemort? Bitte. Ja. Wunderbar. Sind Sie verheiratet, Familienstand? Also, wie sieht es aus? Was für ein Ding? Ihren Familienstand. Ach so, da heißt Rosi. Wie bitte? Da habst du Rosi. Das kenne ich nicht, das Wort, leider. Ja, das ist nicht mein Problem. Kann ich nicht für. Sind Sie geschieden oder verheiratet? Nö. Mit der Rosi läuft es ganz gut. Sie sprechen etwa anders, Herr Voldemort. Wie meinen Sie denn das jetzt schon wieder? Mit einem außergewöhnlichen Akzent. Ja, da kann ich doch nicht dafür. Ich bin aus Sachsen. Da spricht man nicht mehr so. Es ist echt schön und außergewöhnlich für mich, Herr Voldemort. Ja. Mhm. Gut. Herr Voldemort, jetzt habe ich das Profil schon aktualisiert. Wir können weitergehen. Bitte notieren Sie den Sicherheitscode, womit Sie persönlichen Finanzberater kennen, wer bei Ihnen innerhalb 24 Stunden meldet, nach Deaktivierung, okay? Das will man nur für gut nehmen. Kann ich mir den ausdenken? Ausdenken. Ja, soll ich mir den ausdenken oder wie machen wir das? Nein, nein, ich diktiere das selbst. 1121 lautet dein Code. Ach so, das kann ich mir doch ja auch nicht merken. 1121. 1121. Richtig. Können Sie mich jetzt nachher nochmal fragen, ob ich mir das gemerkt habe? Richtig. Bitte lesen Sie es vor, was Sie eingegeben haben. Man hat schon nicht aufgeschrieben, man schreibt doch keine Passwörter auf. Nein, Passwort ist nicht das. Also das ist ein Sicherheitscode. Jo. Wenn Ihr Handelsberater bei Ihnen meldet, womit Sie danach sich in Verbindung setzen, telefonisch über die E-Mail, wenn oder falls Sie was brauchen, Sie verlangen einfach Ihren Sicherheitscode. Und wenn Sie den hören, Sie werden weiterarbeiten. Wenn Sie das nicht hören, Sie werden auflegen. Der Sichercode war 34589, ne? 1121 ist es, ja. Ach so, 11281. Nein, 1121. Also 1, 2 mal die 1. 1121. Ach, 1121. Ja, so kann ich mir was merken. Weil da war ein schöner Tag. Herr Voldemort. Ja. Das Einstiegskapital, ja, womit Sie Handel anfangen und worauf Sie Geld verdienen. Einkommen, ja, als Netto. Aber trägt einige Einzahlung, 250 Euro. Das kennen Sie, ja? Ist das gratis oder muss ich das bezahlen? Auf einmal das Geld werden Sie einzahlen auf Ihr Handelskonto. So, also, dann muss ich doch was bezahlen. Nein, also das einmalige Einzahlung künftig, Sie werden selbst entscheiden, wie viel Sie da dabei einzahlen oder die übrige der Gewinne reinvestieren lassen, selbst der Voldemort. Ach so, funktioniert okay? Das hat mich schon immer gewundert, wie das geht. Das hat, also, wissen Sie, die Rosi, die hat ja früher auch mal sowas gemacht.
Aber die Rosi hat mir ja nie erzählt, wie die Idee ist. Ich habe mich immer gewundert, warum die Rosi auf einmal so viel Sester hat und sich hier tausend paar neue Schuhe kaufen kann. Und da habe ich mich immer gewundert und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache da auch mal so einen Kunst. Wissen Sie, die Rosi, die gibt nicht gerne was ab. Die Rosi, die kauft sich immer davon Schuhe und Taschen und neue Kleidung. Und wenn ich mal was haben will hier für mein Spielzeug hier mit der Modelleisenbahn, dann darf ich mir mal ja nicht kaufen. Dann muss ich immer fragen, ob ich von der Rosi mal ein bisschen was abkriege. Wissen Sie? Mhm. Und nun kann ich das ja alleine machen. Herr Voldemort, die Sache ist ja, das Geld nach wie vor doch Ihnen gehört. Ins Venus, damit werden Sie nicht gehen. Aber vorher hat ja mir das Geld nicht gehört. Vorher hat mich ja der Rosi immer durchgebracht hier. Die hat mich ja mitfinanziert. Das ist nur hier mal so hart viel, da kriegt man ja nicht so viel. Aber ich kann ja mal der Rosi fragen, ob sie mal hier die 250 Glocken mal frei macht. Also Millionär wird man nicht hier mit diesem Einsatz, aber stabil werden Sie Finanzlager sichern. Ja, ich mag stabile Finanzlagen, weil dann kann ich mal selber mal ein bisschen was kaufen hier für die Modelleisenbahn. Sie arbeiten bei Deutsche Bahn, oder? Nö. Unten im Keller mit dem Modelleisenbahn, da setze ich mir die Kappe auf und dann habe ich hier so ein Mikrofon und dann sage ich immer, eine Runde geht noch, bitte einsteigen. Herr Voldemort, wie machen Sie es weiter? Ja, das wollten Sie mir doch sagen. Heute? Ja, na klar. Auf Wiederhören, Herr Voldemort. Vielleicht, wie so ein Disch jetzt? Ich dachte, ich soll da was inteilen. Auf Wiederhören. Warum denn? Ja, also warum die jetzt hier aufgelegt hat, das ist mir tatsächlich schleierhaft. Ich meine, vielleicht war sie einfach wieder vollkommen überfordert mit dem ganzen Bums, den ich da so von mir gegeben habe. Aber grundsätzlich war hier wieder wunderbar rauszuhören, was das eigentlich für ein Unternehmen ist. Denn hier geht's eigentlich nur ums Geld und nicht um irgendwelche Beratungen oder, naja, was da sonst noch so dazu gehört, wenn man, ja, irgendwo ein Konto eröffnen möchte. Die nette Dame, die hat einfach wieder viel Blödsinn erzählt und, naja, von Anfang an ging's eigentlich nur darum, ums Einzahlen. Hauptsache, man zahlt die 250 Euro ein, aber was das Ganze denn nachher bringen soll, das erzählen die euch nicht. Und naja, ich denke mal, das macht definitiv kein gutes Angebot aus. Aber wir haben noch ein Telefonat für euch mitgebracht. Ja, Karl? Das ist mein Vorname. Ja, Katifein. Ja. Das ist mein Nachname. Herr Kakifein, ich bin Ihre Kontoberaterin der Fischer von Globales Finanzmarkt. Ja. Ich sehe, dass Sie wollen Ihre Handelsbeginn an unserer Plattform, richtig? Ja, da habe ich Interesse dran. Aha, sehr gut. Jetzt, ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihre Konto zusammen aktivieren. Ja. Können Sie mir sagen, wie viel Sie wollen beginnen, Ihre Handel? Wie viel muss man denn? Was? Wie viel muss man denn? Sie können beginnen mit 240 Euro mindestens. Oh ja, okay, das ist ja ein Schnäppchen. Was? Ich sage, das ist okay, das ist ja ein Schnäppchen. Oder Sie können beginnen mit 500 und meistens ist 1000. Nee, das ist ein bisschen teuer, das ist kein Schnäppchen mehr. Okay, Sie wollen mit 250 beginnen, ja? Mhm. Alles klar, welche Methode Sie wollen das machen? Haben Sie Kreditkarte? Wie meinen Sie mit Methode? Was ist Methode? Was heißt das Wort? Kreditkarte, Visa, Master haben Sie? Achso, das Wort Methode heißt Kredit oder Masterkarte. Oder wie meinen Sie das jetzt? Ja. Ja. Master oder Visa. Welche Sie benutzen? Hab ich beide. Oder PayPal. PayPal? PayPal, haben Sie PayPal? Was ist das? Wissen nicht, was ist PayPal? Nö, braucht man das? Okay. Kenn ich mich nicht mit aus. Schauen Sie jetzt, ich kann Ihnen einen Link, Sie können das von Ihrer Seite aktivieren, Herr Karl.
Also dieses PayPal oder was meinen Sie? Nee, Ihre Kreditkarte, Sie können aktivieren mit 250 Euro und Sie können beginnen Ihre Handel für die Bitcoin. Ach weil so, die ich bekomme von Ihnen eine neue Kreditkarte, jetzt habe ich verstanden. Nein, Herr. Tja, wenn man genau hinhört, hier geht es eigentlich auch wieder nur darum, von Anfang an, dass man hier die Kohle einzahlt, um nichts anderes. Irgendwelche Beratungen oder sowas, die sind ja heutzutage dem Anschein nach vollkommen überflüssig. Man wird angerufen, hat nicht mal um den Anruf gebeten und das allererste, was die interessiert, ist, welche Einzahlungsmöglichkeit man dafür hat. Schon irgendwie krass. Und dass die damit immer wieder durchkommen, ich finde das echt ziemlich bedauerlich. Ich hoffe nur, dass es irgendwann wirklich mal die Runde gemacht hat und möglichst viele Menschen darüber Bescheid wissen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es vielleicht auch mal irgendwo bei euch in dem Familienkreis oder Verwandtenbekanntenkreis schon mal zu so einem Betrugsversuch gekommen ist, der vielleicht sogar leider erfolgreich war. Und wieso? Dass man das Ganze vielleicht doch irgendwie mal besser nachvollziehen kann, wie man überhaupt dazu kommt. Beginnen mit Ihrer Kreditkarte zum Beispiel. Sie können aktivieren mit Visa oder Master. Sie brauchen bezahlen. Ja, mit welcher Methode Sie wollen das bezahlen? Ja, aber würden Sie mich dann auch bitte mal richtig ansprechen, nicht immer mit dem Vornamen, weil das macht man doch nicht. Was? Ja, mit dem Vornamen spricht man doch die Leute nicht an. Ich hätte schon gern, dass Sie mich beim Nachnamen nennen. Ich? Okay, ja, aber das ist mir so wichtig, Herr. Ja, mir ist das auch wichtig. Okay. Ja, also sie hat hier genau genommen gesagt, ihr ist das nicht wichtig mit dem Nachnamen. Ja, so stellt man sich natürlich den professionellsten der professionellsten Kundenservice-Beratungen überhaupt vor. Der Nachname, der spielt da überhaupt gar keine Rolle. Weil, ja, so ist es in der Tat. Denn eigentlich geht es ja nur darum, dass ihr Geld einzahlt. Und um alles andere, das interessiert ihr ja nicht. Das verlängert ja nur das Gespräch und naja. Aussprechen können sie es ja meistens auch nicht, wenn man da irgendwelche Nachnamen hat. Der Vorname ist ja viel, viel leichter. Sehr, sehr nett und zuvorkommt. So, wie muss ich das jetzt da machen bei Ihnen? Sie wollten ja helfen. Dann machen Sie mal. Ja. Ich schicke Ihnen einen Link jetzt. Hallo? Sie sind jetzt irgendwie Hallo? Weg. Ja, jetzt sind Sie wieder da. Okay, jetzt öffnen Ihre E-Mail. Ich habe geschickt Ihnen einen Link. An welches Postfach denn? Weil ich habe ja so viele. karl.kakifein@gmail.com Ah ja, okay, gut, dann melde ich mich da an. Okay, jetzt öffnen Ihre E-Mail. Wie alt sind Sie, Herr Kakifein? 29. 29, ja. Ja. Und das ist Ihre nicht erste Mal, oder? Was? Das ist nicht das erste Mal? Wie meinen Sie das? Dass Sie investieren... Ach so, na, ich habe woanders schon mal was investiert. Da ist aber nichts draus geworden. Aha, alles klar. Haben Sie das bekommen? Was denn? Diesem Link. Ach so, Sie hatten ja was per E-Mail geschickt, ja? Dann gehe ich da ja. mal, dann gehe ich da mal gucken, Moment. Haben Sie sollen sehr Fischer von... Sie können das kopieren und das machen Google Chrome, dann öffnen diesen Link, Herr Karl. Ja, ich gucke da gerade. Nee, ist noch nicht da. Haben Sie nicht bekommen? Nee. Ah, weil Ihre E-Mail-Adresse nicht richtig. Wie, haben Sie die falsch abgeschrieben? Okay, haben Sie WhatsApp? Wie? Haben Sie WhatsApp? Nee, Telegram kann ich anbieten. Sie benutzen keine WhatsApp-Application? Nee, ich nutze Telegram. Moment, okay. Wollen Sie bei Telegram? Telegram? Nein, ich habe keine, aber ich habe WhatsApp. Ich kann Ihnen via WhatsApp finden. Nee, habe ich nicht. Sie haben keine? Nee. Okay, was Sie wollen, ich kann das von meiner Seite versuchen oder ich schicke Website-Link oder Sie können mit die Website machen. Aber Sie haben, also, kein normales Mail. Wie meinen Sie das? Habe ich nicht. Okay. Dann was, ich kann Ihnen zu helfen, aber Sie haben kein WhatsApp, keine richtige Mail. Und Sie wollen Ihren Handel beginnen.
Wie, ich habe keine richtige Mail. Natürlich habe ich eine richtige Mail. Sagen mir Ihre richtige Mail. Na, wie haben Sie da... Na, haben Sie die da nicht? Was? Haben Sie die da nicht? Wie gesagt, diese E-Mail ist richtig, aber das ist nicht richtig. Doch. Diesem karl.katyfein@gmail.com. Das ist nicht richtig. Warum ist die nicht richtig? Aber die geht doch. Da steht, dass die Links noch nicht, können nicht da kommen, weil ihre E-Mail-Adresse nicht richtig. Nee. Dann, ich kann nicht Ihnen zu helfen, Herr Karl. Aber warum nicht? Ich dachte, Sie sind doch da, um mir zu helfen. Und jetzt... warten Sie kurz. Doch nicht. Herr Karl? Nee, Herr Kackifein. Sie sind seriöses Person, Herr Karl. Wieso stellen Sie so eine komische Frage? Also, Sie wollen richtig Geld investieren. Naja, ich dachte, deswegen rufen Sie doch jetzt an. Na, aber Sie ja, machen ja nichts. Ja, natürlich, aber Sie benutzen kein normales WhatsApp, Sie benutzen keine normale E-Mail. Na, ich habe Telegram und eine normale WhatsApp, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Nicht WhatsApp, hier E-Mail. Haben Sie doch schon geschrieben, aber wenn da nichts kommt, da kann ich doch nichts dafür, wenn Sie das falsch schreiben. Haben Sie andere E-Mail? Nee, nur die, die Sie da jetzt hier vorgelesen haben. Dann ich kann buchstabieren, Sie können unsere Website finden und jetzt, also, machen das von Ihrer Seite. Ja. Öffnen Ihre Google, ich buchstabiere. Moment. Die Google, Sie meinen jetzt die Webseite Google öffnen? Ja, ja. Ja, dann gehe ich mal auf die Seite, Moment. Dann Sie können suchen, inertiafinance.co. Ja, nicht so schnell. Ich muss doch erstmal gucken. Jetzt, ich buchstabiere. Also. Moment. Zum 513. Mal. Moment. Das okay. Ist ja alles nicht so schnell. Kein Problem, ich warte. Aber keine Sorgen, bitte. Ja, aber Sie drängeln ja so. Warum sind Sie so aggressiv, Person? Nee, Sie sind ja aggressiv. Sie drängeln doch die ganze Zeit. Nein, ich sage doch, gar nichts. Ich versuche Ihnen zu helfen. Nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. So, jetzt habe ich hier das Internet auf. Hier die Google-Seite mache ich jetzt. Moment. Mhm. So, jetzt bin ich hier auf Google. Jetzt schreiben Sie, ich buchstabe jetzt. I als Italy. Also. N als Niederland. Ja. E als England. Ja. R als Richard? Ja. T als Theodor? Ja. I als Italy? A als Amerika? Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Wie heißt die Seite? Inertia Finance. Ich habe buchstabiert schon diese Inertia. Ja, ich war aber durcheinander. Mhm. Müssen wir nochmal machen. I und ein N habe ich. Ja, dann E. Ein E. Dann R. Ein R. Dann T. Ein T. Ja, T, T, Todor. Mhm. Dann I, als I. Italy. Ja. Dann A, als A. Amerika. Ja. Inertia. Ja, und denn? Dann F als Vater. Ja, habe ich ein V, ja. I als Italy. Ja, habe ich. N als Niederland? Ja. A als Amerika? Ja. N als Niederland? Ja. C als Client auf Englisch. C. C. What? C, C. Ja. Und E als England? Ja. Dann Punkt. Ja. Nochmal C, O. Co, ohne M. Haben Sie? Ja, jetzt habe ich die Google-Suchergebnisse. Habe ich jetzt auf. Was soll ich da jetzt anklicken von der Werbung? Aha. Hier ist jetzt was ein... sehen Sie in dieser Website? Hier steht... ein Ergebnis gefunden. Das hat 0,30 Sekunden gedauert.
Und dann steht da drüber https://webtrade.org. Nee, da so steht Inertia Finance, da steht, so steht Signy Sign Up auf Englisch. Naja, hier ist jetzt nur ein Google-Suchergebnis. Aha. Soll ich da draufklicken? Ja. Hab ich gemacht. Nur habe ich so eine weiße Seite. Was sehen Sie die Website, wann Sie öffnen? Hier ist irgendwas mit... Weiß ich nicht, das kann ich nicht lesen, die ist nicht deutsch. Ja, das ist Englisch, Sie können Deutsch machen, Sprache. Wo denn? Da, ganz oben, da steht auf Englisch Sign Up, sehen Sie die Krone? Nee. Ich bin jetzt auf die Seite draufgekommen, webtrade.org. Nein, da steht irgendwas auf Englisch über die Webseite, ja. Wie heißt die Webseite? Na, hier die interiafinanze.com. Da ist jetzt... Inertia Finance. Da ist, das ist auf der Webseite webrate.org. Also nein, das ist nicht richtig. Und dann haben Sie irgendwas falsch gemacht. Ja, Sie haben das falsch gemacht. Nee, Sie haben das doch falsch gemacht. Nein, ich hab doch, Sie haben das falsch diskutieren Sie doch nicht mit mir, alte Frau. Sie sind ja unverschämt. Seien Sie nicht so unverschämt und labern Sie mir nicht immer ins Wort. Das ist unverschämt, so wie Sie sich benehmen. Sie sind einfach nur ekelhaft. Ja, und genau so sieht das aus. Wer aufgepasst hat, warum ich auf einer falschen Webseite angekommen bin, tja, wenn man F wie Vater sagt, dann braucht man sich, glaube ich, auch nicht wundern. Aber naja, über was will man sich da überhaupt wundern bei solchen netten Menschen da am Telefon? Und ganz zum Schluss zeigen die meisten ja dann doch immer noch ihr wahres Gesicht, indem sie den Kunden einfach beleidigen. Aber von Kundenservice sind wir hier wirklich weit entfernt. Denn im Grunde genommen war das ja alles nur beleidigend und einfach ekelhaft. Die Leute nennen einen nicht beim Nachnamen, so wie sich's gehört. Und naja, eine Beratung findet ja letztendlich auch nicht statt. Und wenn man die Webseite nicht richtig aufrufen kann, weil der Mitarbeiter zu blöd ist, die eigene Domain vernünftig durchzubuchstabieren, dann gibt man direkt auch noch dem Kunden daran die Schuld. Tja, wie soll's auch sonst anders sein? Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, sieht jetzt hier noch die Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.